So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dreamlight Valley. Ja, wir schlagen uns mal weiter durch das Spiel. Vorher muss ich wieder die Steuerung umändern. Warum auch immer es die Steuerung jedes Mal changed. Ja gut, ich habe jetzt auch einen anderen Controller dran. Das sollte trotzdem nicht so viel changen. Ja, jetzt passt das. Wieder nicht. Oh. Also das müssen sie dringend ändern, dass es sich jedes Mal die Steuerung ändert. Moment. Falsch. Bitte die beibehalten. So, bestätigen. Zurück. Oh, ich weiß nicht, wieso er das macht. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, ändert er einfach das Typenmenü. Ist das ätzend? Jetzt geht's wieder und jetzt wieder nicht. Ach, fick doch die Ziege. Ja, muss ich mich halt jetzt daran gewöhnen, weil ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock, das ständig fünfmal zu ändern, nur damit es vielleicht mal klappt. Spiel? Ist doch nicht euer fucking Ernst. Jetzt dreht sich's wieder. Ach, ist das uncool. Moment, ich möchte einen anderen Controller anschließen. Ist das nervig und lästig? Ach, 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 ist ja nicht so, als hätte ich hier schon einen halben Kabelsalat bei mir am PC. Nur wegen sowas. Weil irgendwas immer nicht funktioniert mit irgendeinem der Controller. Huch, Entschuldigung. Na, oh, ist das nervig. So, ich hoffe, der macht jetzt kein Spinning. Naja, scheint gut zu sein. Ach, jetzt geht das. Okay, es lag dann also nur am PlayStation-Controller. Na, wie süß. Wie süß. Muss nur noch mal gucken, wie ging denn Laufen? Keine Ahnung. Ah, so ging Laufen. Großvater, Großvater! Bitte, bitte, Großmutter, ich habe einige Dinge gesammelt, die du. Ja, okay, danke, Großvater. Aber ich bin nicht Großmutter. Just for your information. Ich wollte doch mein. Ich wollte den doch nicht. Also, ich wollte das nicht. Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Sind unsere Schafe noch da oder ist das jetzt irgendwie der falsche Speicherstand? Nee, unsere Schafe? Doch. Das ist der falsche Speicherstand, würde ich mal meinen. Oh. Die Tastenbelegung ist ein Grauen. Nee, das sind tatsächlich unsere Schafe. Also ist doch nicht der falsche Speicherstand. Okay. Okay. Hallo, Hündi. Hier liegen noch 1 Million Sachen rum.
Mitch ist nicht fertig, okay. Wohin waren wir denn noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Na ja, gehen wir mal ein bisschen uns Lucky Show machen. Oh, hier fehlt noch ein bisschen Zaun. Ich glaube, es ist der falsche. Ach, das ist kein Zaun, das ist eine Tür. Ach, Figus. Ja, ich muss auf jeden Fall den Zaun noch fertig machen. Wir haben ja festgestellt, eine Folge ist sehr gut, ein Ingame-Tag hier. Je nachdem, was wir halt machen, ne? Brücke ist kaputt. Kann man Brücken reparieren? Ah, ich habe keine Energie mehr. Fehlende Gegenstände, 8 Holz. Okay. Und ich kann hier natürlich nicht drüber. Ja, dann holen wir uns mal die fehlenden 8 Holz, würde ich meinen. Achso, das ist der Baumstumpf. Und jetzt reparieren. Dann ist die Brücke repariert. Was für ein wunderschöner Ort. Ich bin mir sicher, Großmutter würde ihn lieben. Bin mir sicher, deine Großmutter liebt so einiges. Ich frage mich, ob die Bäume wieder nachwachsen. Oder ob ich nicht einfach total das Ökosystem destroy. Verdammt. Oh, mir geht es nicht gut. Vielleicht kann Großmutter helfen. Ja, halt dich mal fern von den blöden Gänsen. Ah. Ich habe mir überall Party gefeiert, ey. So, ich soll Vogelknüterich ausstreuen, okay.
Ich verstehe immer noch nicht, warum überall Samen rumliegen. Oh, wir heilen nicht mehr. Wir müssen zurück zur Farm, damit Großmutter uns ein Pflaster geben kann und pusten kann und Ei Ei Dudu macht. Gut, dass die Farm nicht weit entfernt ist. Opa, guck mal, ich habe Samen gefunden. Guck mal. Opa? Großvater, weißt du, dass die Brücke in der Nähe des Bauernhofs kaputt war? Ja, natürlich, aber was heißt wahr? Jetzt ist sie nicht mehr kaputt. Oh, ich schätze, du hast sie repariert? Ja. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Wie du sicher weißt, gibt es weitere solche Brücken. Und das Tal erstreckt sich weit hinaus über das Gebiet rund um den Bauernhof. Da du nun weißt, wie man Brücken repariert, steht dir die ganze Welt offen. Mit all seinen Wundern, aber auch seinen Gefahren. Bitte nimm dieses alte Zelt. Es hat mir in der Vergangenheit gute Dienste erwiesen, als ich mich noch häufiger in die Ferne gewagt hatte. Wenn du eine Nacht im Freien verbringst, bist du darin vor Wölfen geschützt. Breite es einfach auf dem Boden aus und nach Sonnenuntergang kannst du darin schlafen. Ah ja. So kann man also die Ferne erkunden. Oder wie man so schön sagt, so kann man into the unknown gehen. Großmutter, mir geht's nicht gut. Großmutter. Autsch. Oh Schatz, was ist passiert? Dich muss wohl ein Insekt gestochen oder eine Gans gebissen haben. Okay, kein Grund zur Panik. Wir werden das sofort behandeln. Bitte nimm diese Kompresse und lege sie auf die Wunde. Ich habe leider keine weiteren davon, aber dieses Rezept, damit kannst du beim nächsten Mal selbst welche herstellen. Wenn du die Zutaten nicht findest, kannst du auch nachsehen, ob der Händler Pflaster auf Lager hat. Großmutter, komm mit, ich zeige dir etwas Wunderschönes. Hallo Schatz, hier auf dem Bauernhof? Nein, aber der Anblick wird dir gefallen. Ich würde gerne, Schatz, aber in meinem Alter strengen mich längere Ausflüge an. Oh, verstehe. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit für mich, es trotzdem zu sehen. Du kannst den Ort fotografieren. Bitte nimm diese Kamera. Damit kannst du wunderschöne Fotos im Tal machen. Großmutter versorgt uns. So, wir sollten mal ein bisschen was in. Wir sollten vielleicht mal zum Händler gehen. Ah, wie ging das nochmal so? Das ist die Frage, wo war der Händler? Ach, da war er. Gehen wir doch mal zum Händler.
fühle mich nicht gut. Ach so, ich fühle mich gut. Habe ich jetzt alle Pflaster verbraucht? Nein. Tür öffnen. Guter Mann. Ich habe Dinge, die ich verkaufen möchte. Karotten. Sonst noch was? Pfifferlinge. Hatte ich nicht auch noch Flaschen oder so? Hier kriegst du noch einen grünen Busch. Und Giftpilze. Damit kannst du ihre Majestät vergiften. Hatte ich aber nicht noch Flaschen? Ah, hier, leere Flaschen. Also ich kann Hühner kaufen. Dazu brauche ich aber massig Geld. Das ist alles so teuer bei dem. Ich meine, selbst der Tieratlas kostet massigst. Holy, was für ein Wucher. Aber gut. Gehen mal hier hin, nehmen das hier weg, die Markierung. Geh mal da oben hin. Curry. Curry verfügbar. Räume Müll vom Chicory-Feld. Wozu brauche ich den Händler, wenn ich die Chicory-Saat hier eh finde? Und warum zum Teufel feiern die Jugendlichen hier gefühlt überall? Sehr Chicory aus. Chicory. So, gleich haben wir die Aufgabe hier erfüllt.
Also warte mal, Großmutter hat uns doch eine Kamera gegeben, oder? Ja, sollte sie haben, aber ich sehe keine Kamera. Warte mal, zur Truhe gehen? Zur Truhe... Nein. Oh, süß, schaut euch das mal an, kleine Entchen. Enten! Ich muss aufpassen, dass sie nicht ins Wasser fliehen. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, sie zum Bauernhof zu locken. Die zwei gerade nicht mein Ziel, weißt du? Aber wir haben jetzt Entchen gesehen. Ente, 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 Ente. Bienenrauch, okay. So, da hinten ist wieder eine Brücke. Mir fehlen 12 Nägel, okay. Auf zurück zum sicheren Haus meiner Großeltern. Aber ich frage mich, ob man an Energie gewinnen kann hier in dem Spiel. Okay, herstellen. So stellt man also Pflaster her mit Gräsern und mit Wolle. Ergibt Sinn? Ist noch Seil. Ich glaube, den Hühnern fehlt irgendwas. Also zumindest legen sie keine Eier. Ich nicht hier noch ein
Insektenfänger? Nee, den hatte ich nur beim Händler. Nur beim Händler hatte ich den. Oh, guckt mal, wie viele Schmetterlinge hier sind. Da Föhn. Ich wollte dich nicht freilassen. Junge. Ich wollte dich bewege. Ja. Jette wollte ich tun. Geil, ich habe das Ding falsch rum eingebaut. Alter, das ist echt schwierig mit dem Weglegen. Auf jeden Fall haben wir eine ertragreiche Obsternte. Oma, ich mach die ganzen Bäume kaputt, indem ich dagegen trete. Was willst du tun? Ich meine, wir haben es immerhin auch angepflanzt. Auch automatisch Insekten, okay.
Verstehe ich nicht ganz. Aber okay. Ein Elektromotor. Heißt, ich muss noch lernen, wie man einen Elektromotor herstellt. So, dann rüsten wir den mal aus. Oh. Die sind schon. Okay. Aber ihr braucht Wasser, ne? Hab ich nicht erkannt? Nee, ne? Muss erstmal ein bisschen was ablegen. So, ach, da ist der Fotoapparat. Da ist das alles, was ich also nicht gesammelt krieg. Das packen wir da rein, das packen wir da rein. Die Federn auch, dies auch, diese. Die Bonk. So, jetzt gehen wir mal eine Kanne holen. Eine Kanne. So. Ja. Das Geräusch ist unschön. Oh, ich vergesse immer, dass Rennen anders funktioniert hier. Habe keine Bretter mehr. Das Geräusch.
So. Kann man das nicht hier hin? Steigung ist zu stark. Ach, Vögel. Steigung. Von wegen Steigung. Großvater, du stehst im Weg. Das kann er gut, der alte Mann. Im Wege stehen. Vielleicht sollte ich nochmal das Heu holen und hinlegen. Essen Hühner überhaupt Heu? Die Frage aller Fragen. Essen Hühner überhaupt Heu? Gute Frage. Nächste, würde ich sagen. So. Den Bienenraucher kann ich erstmal reinsetzen. Enten. Ach so, das ist unser Ententeich. Ah, deswegen dieses. Wir müssen die Enten. Oh, hier ist ja noch nicht repariert. Geht gar nicht. Ich habe natürlich jetzt die Zäune alle weggeräumt. Mal ein schönes Kochen.
Immer noch nur Rührei. Ja, also mit Kochen sieht halt spannend aus. Eher schlecht als recht. Mal die Katze trainieren ein bisschen noch am Abend. Wenn wir schon Katzenspielzeug haben. Komm her, Buldu. Komm her, du Kleiner. Kommst mit. Kommst du her. Kommst du ran. Na komm. Nein, hier. Gucke. Echte Zielarbeit hier. Kommst du her, Kleiner? Kitto. Warum gehen die jetzt so weit hinaus? So. Jetzt ist die Katze trainiert. Wo ist denn jetzt der Hund schon wieder? Jackchen. Wo ist Jackchen? Wo ist Jackchen? Hundi, du bist ein bisschen am Ziel, also du bist weit am Ziel vorbeigeschossen, Hundi. Der Hund ist auch nicht gerade der Klügste. Ja, braver Junge. Über Inu. Und
Und jetzt gehen wir ins Bett. Wir haben jetzt Hunde trainiert, Katzen trainiert, haben ein bisschen, haben uns ein bisschen weiterentwickelt. Ja, wir machen beim nächsten Mal weiter. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr rausfinden, ein bisschen mehr finden vor allem. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.